Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Video zu State of Decay 2. In dem letzten Part, beziehungsweise im ersten Part, haben wir unser Haus ausgewählt und, beziehungsweise da, wo wir uns niederlassen wollten. Und da sind wir auch jetzt angekommen. Jetzt muss ich mich um die Überlebenden kümmern und ich hoffe, dass dann heute Abend, wenn wir erneut aufnehmen, die anderen mit dazukommen werden. Dabei sind dann Kundran, Alex und Kapuze. Wir wollten heute um 0 Uhr schon aufnehmen, doch leider gab es da Connection-Probleme. Deswegen gibt es hier einmal dieses kleine Video vorab und dann könnt ihr alle weiteren Videos unten in der Playlist finden, denn Alex und Kundran laden das Ganze ja auch hoch, bedeutet, es wird wieder eine Playlist geben, wie zum Beispiel bei Stardew Valley, und die wird direkt oben als zweites sozusagen zu finden sein, also in der Videobeschreibung halt ganz oben, sodass es für euch am einfachsten ist, die Folgen durchschauen zu können. Morgen kommt also die erste Folge dann schon bei Kundran oder Alex, deswegen haltet euch da auf jeden Fall bereit, ja, und checkt die Playlist ab. Wir denken, dass es auch wieder gegen Abend sein wird, wenn die Folgen online kommen. Also einfach morgen Abend mal vorbeischauen oder mir auf Twitter folgen, dann seht ihr zumindest, wann die Folge online gegangen ist, weil ich werde es auf jeden Fall tweeten. So, jetzt aber erstmal muss ich mich einmal kurz um die Überlebenden hier kümmern und dafür muss ich einmal mit Guiteres reden. Das ist ja unsere Doktorin. Und ich freue mich schon drauf, das mit den anderen spielen zu können. Ich hoffe, dass wir hier was Cooles aufziehen können. Leider ist jetzt gerade Nacht. Wir haben sehr lange gebraucht. Die Zeit läuft ja weiter. Man kann nicht pausieren. Und man muss nicht manuell speichern. Es speichert automatisch. Und das ist halt ein bisschen blöd gewesen, sodass wir die Chance gar nicht hatten, irgendwie jetzt nochmal sozusagen direkt da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Ist einfach nur Zeit abgelaufen. Also an sich habt ihr wirklich nichts verpasst, außer dass wir halt zu diesem Haus hier gegangen sind. Und ich suche jetzt gerade unsere gute Doktorin. Ja, wenn es dunkel ist und wir noch keinen Strom haben, ist das immer ein bisschen schwieriger. Die muss doch hier sein. Okay. So, sprich mit Guiteres darüber, wie man Andrew helfen kann. Ohne Krankenstation wird Andrew die Blutseuche nicht überleben. Kannst du das Gebiet nach Baumaterialien durchsuchen? Ich habe ein Handymast in der Nähe gesehen, von dort aus solltest du einen guten Überblick haben. Okay, ich versuche jetzt erstmal die Quest zu machen, denn es könnte sein, weil unser Lebensmittelvorrat gering ist, dass meine ersten Leute bald schon sterben werden, aufgrund des Zeitproblems. Geh zum Handymast. Okay, aber bis dato mache ich einfach mal straight sozusagen die erste Quest und suche natürlich schon mal nach Lebensmittelvorräten. Ich hoffe, ihr habt noch Bock auf State of Decay. Lasst es mich auf jeden Fall gern wissen. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen, was das Ganze angeht. Also gern mal ein Like da lassen. Und dann hoffe ich, dass wir hier wirklich was Cooles zusammenbekommen. Dass jetzt gerade dunkel ist, ist natürlich ein bisschen blöd, um was zu sehen. Oh, ist aber schon, okay, ist schon fies. Also, ach, guck mal hier. Das können wir, das ist schon ziemlich fies, wenn die im Dunkeln so lauern. Bringt es mir überhaupt was, die zu töten? Weil looten. Oh. Halten aber doch schon ein bisschen was aus. Sind sogar doch mehr, als ich dachte. Ich werde mal meinen, dieses kleine Kabuff da noch gehen. Wir nehmen natürlich jetzt kurz noch was mit, sodass ich halt keinen Story-Progress mache, damit die anderen wirklich alles von Anfang an mitbekommen. Ich denke, das ist ein klein bisschen, ja, angenehmer auch für die anderen Jungs. Ich wollte den Part aber auf jeden Fall heute bringen, vor allem auch, um euch darüber zu informieren, ja, dass es jetzt dann bald weitergeht. Nicht, dass ihr noch einen Tag wartet, denn ab gestern konnte man offiziell dann halt spielen mit der Vorbestellerversion. Das ist ein Außenposten, den könnte man sich sozusagen einrichten, wenn man gewisse Sachen hat. Erstmal für die Leute vielleicht, die sich mit State of Decay 2 gar nicht auskennen. Das ist ein storybasiertes Spiel, das heißt, es gibt einen Story-Schrank, dem man folgen kann. Und überall auf der Map verteilt, das ist die ganze Karte hier, hat man diese einzelnen Gebäude. Das ist zum Beispiel jetzt erstmal unser erstes Gebiet und man kann das alles sozusagen als Außenposten beanspruchen. Dafür braucht man, ja, diese, nennen wir sie erstmal Prestigepunkte, ja, den kann ich jetzt also noch nicht nehmen, und dafür sieht man dann, was die Sachen bereitstellen, also was man dann hier zum Beispiel bekommen könnte, wenn wir das gesichert haben. So kann man sich nämlich dann immer auf der Map sozusagen fortbewegen und oder links im Gras auch noch einer. Und sozusagen die Welt wieder ein klein bisschen schöner machen. So, hier müssen wir eigentlich gar nicht hin. Ihr seht auf der. Ich glaube, durch die Scheibe hätte ich nicht springen sollen. PUBG-Angewohnheit. Wäre besser gewesen. Guess I'm not so effective with the sneaking.
habe ich auch noch Zombies angelockt, die hier rein wollen. Wir hören einmal hier an der Tür wehen. Das ist schon schön. Also, effektmäßig finde ich das schon ziemlich geil. Der Außenposten gibt Pizza. Er ist aber durch die Tür gekommen. Oh, der ist auch durch die Tür gekommen. Okay, aber er braucht noch die andere Tür. Dann nehme ich erstmal... Oh. Boah, Alter, mich. Du hast keine Ausdauer mehr. Okay, jetzt. Ja, ich musste. Moment, ich wurde echt getroffen. Nehme ich mal lieber einen Verband schnell, ja. Muss ja nicht mein erster Charakter sein, der hier drauf geht. So, und gleich machen wir uns dann auf den Weg. Ja, und so funktioniert das Spiel. Ich finde es echt ganz cool. Guck mal, hier ein Paket mit Medikamenten. Davon kann ich immer eins mitnehmen. Also diesen Rucksack habe ich jetzt sozusagen hinten drauf. Den kann ich jetzt mit ins Lager nehmen. Das ist sozusagen so ein Resource Package. Die gibt es für Baumaterialien, Munition und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt halt eins gefunden für Medikamente, das ist ziemlich praktisch. Und im Multiplayer wird der Loot sozusagen aufgeteilt, wo ich jetzt hier jeden Schrank looten kann und jedes Regal, kann ich im Multiplayer nur bestimmte Sachen looten. Zum Beispiel den Schrank hätte ich looten können und das Regal hätte dann zum Beispiel Kundran öffnen können. Das sieht man dann immer anhand der Farbe, in der die Markierung gemacht wurde. Und ja, so spielt man dann theoretisch halt im Koop. Ist aber auch gut so gemacht, dass nicht jeder immer alles durchsuchen muss. Ich hatte erst ein bisschen Angst, als es hieß, jeder hat seinen eigenen Loot, dass ich den Schrank durchsuchen kann, Kundra den Schrank durchsuchen kann, Alex den Schrank durchsuchen kann. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Und ja gut, du bist gerade keine. Der Außenposten braucht anscheinend nichts. Gehen wir jetzt nochmal hoch. Okay, es wird ein kleines bisschen dauern. Wow. Ist natürlich schon mal ein guter Spielzeiterhöher. Diese Leiche, ich weiß, ach du Scheiße, ich würde hier niemals hochklettern. Aber ja, um wen zu retten? Ach. So, Aufklärung. Aufklärung von einem Turm aus führt eine Karte mit Standortsymbolen. Öffne eine Karte und untersuche jedes Symbol, um zu sehen, welche Ressourcen du plünderst. Verwende diese Information, um ja, geschickter vorzugehen. So, jetzt kann ich zum Beispiel die Sachen anzielen. Und dadurch bekomme ich alle Infos, was das ist. Wohnhäuser, Garagen, Autos, Firmen, ja, potenzielle Häuser. Und so scannt man dann immer von oben einmal alles. Denn auch die Autos verbrauchen sich in der Hinsicht ja, wenn die kaputt gehen. So. Guck mal, da war ich sogar gerade schon. Ja, aber ein paar kann ich hier noch mitnehmen. Ich glaube, der Balken zeigt mir wirklich alle an. Also ich könnte nicht mal... Doch, ich kann welche vergessen. Aber wenn ich mich jetzt einmal 360 Grad umschaue, müsste ich erstmal alles haben. Und hier oben finden wir natürlich noch was. So, hier oben wird eh kein Zombie hochkommen. Ja, deswegen nehmen wir auch diese Sachen mit. Und jetzt sieht das Ganze schon so aus. Hier war ich gerade schon drin, ja, deswegen habe ich diese Sachen schon mal für mich sozusagen gescannt. Grün ist dann wohl, habe ich gekauft. Ja, und ich habe ein bisschen Angst, dass die Map zu klein ist. Ah, da kann ich mich vielleicht auch täuschen. Sieht aber trotzdem nicht allzu groß aus. Lol, einfach dran laufen, okay. Doch, er will runterrutschen. Ja, wenigstens geht das. Zack. Der Ort kann beansprucht werden, weil ich alle Sachen... Nee, brauche ich aber auch diese Prestigepunkte für. Die bekommt man dann hoffentlich, wenn man sich gut um seine Überlebenden kümmert. Und wir... Moment, was muss ich machen? Suche in nahegelegenen Gebäuden nach einem Packsack mit Materialien. Oh nein, ich brauche einen Materialien-Packsack. Das heißt, ich muss meinen Erste-Hilfe-Packsack wieder abgeben. Es sei denn, ich würde den erst zurückbringen. Weil man kann immer nur einen davon mit haben, aber wir brauchen wohl Materials. So. Die Nacht ist ja echt lang. So. Okay, da klopft schon der Erste. Wenn es nur einer ist, würde es mir eigentlich reichen. Ich brauche vielleicht auch ein bisschen länger. Okay, das können wir auch mitnehmen. Die
Die Soundkulisse ist ziemlich cool. Ich werde sie auf jeden Fall noch ein klein bisschen lauter machen für euch. Ich war mir nur unsicher, weil wenn etwas nah dran ist, dann ist es doch schon... Oh. Kein Platz mehr. Schön in der Tür halten. Dann kann nur einer durch. So. Habe ich mich wenigstens einmal um die hier gekümmert. Looks like the zombies must be busy eating somebody else. Und anscheinend zeigt mir die Lupe wirklich genau an, wo ich hingehen soll. Deswegen werde ich das einmal... Guck mal, auch dieses Haus könnte ich beanspruchen. Ja, also man könnte, wenn man die ganze Map irgendwann später für sich versucht zu holen, dauert das, glaube ich, doch schon ziemlich lang. Ich gehe mal einfach direkt zu der Lupe, die mir vorgegeben wird. Schaffe ich es, über den Zaun zu klettern? Nice. Diesen Raum soll ich durchsuchen. Vielleicht hat es wirklich, vielleicht finde ich hier diesen Sack wirklich, aber ja, das ist so gerade meine Mission. Palettenlagerungslösung, so Palettenlagerungslösung, Alter, das ist auch ein Wort für Hangman, Leute. Wenn ihr mal in der Schule oder sonst wo Hangman spielt, nimm Palettenlagerungslösung. Dieses Set von robusten Häusern hilft uns, unsere Baumaterialien zu organisieren. Installiere diese Mod. Guck mal, das ist eigentlich etwas Wichtiges, ja? Eine neue Infektion wird auf der Karte an. Oh shit, Zombie-Horden. Tüte mit Snacks. Ja, die. Hier war ich ja schon dran. Die. Wie fege ich mir die nochmal rein? Benutzen, benutzen, benutzen. Verwenden. F. No. Ich kann nichts drin. Was haben wir denn hier? Krug mit Ethanol. Ethanol. Für die Herstellung und Aufwertung von Anlagen. Ja, Tüte mit Snacks. Tüte mit. Nein, Tüte mit Studentenfutter ist was anderes. Seifenriegel für unterwegs. Kann ich das benutzen? Luxusgegenstand. Okay, das sind halt Sachen, die würde ich gerne ins Lager packen. Ich werde das mal kurz ablegen. Mein Rucksack ist aber ziemlich gering. Ja. Dann haben wir noch eine Rohrzange. Die zerstückelt nicht. Hat auch wenig Tötungspotenzial. Ah, die ist nicht so geil. Da ist meine Machete schon besser. Hier mein Parang. Bleibe ich mal kurz dabei. Okay, suchen wir mal weiter. Ja, na klar. Da ist... Nowhere for that to go. Nowhere for that to go. Kann ich den nicht direkt ab... Ich muss erstmal mich um den Zombie kümmern. Okay, der ist noch nicht drin. Ablegen. Und den mitnehmen. Oh, hell yeah. Die Axt. Ein Zimmerball. Und so, deponiere die Materialien, die du gefunden hast, im Lager deiner Basis. Ich öffne mal kurz. Guten Tag. Tut mir leid, dass ich umgeschubst habe. Ach ja, stimmt, man hat auch Finisher. Ist das mit Alt-Linkskick oder Shift-Linkskick gewesen? Das weiß ich gar nicht. Man kann Zombies auch finishen. Ihr habt es ja im ersten Part schon gesehen. Da hatte ich das ja gemacht. So, dann wandern wir mal wieder zurück. Die Nacht ist wirklich lang. Der genießt den Ausblick. So. Rennen wir mal ein klein bisschen. Oh, er kann da nicht hochklettern. Warum macht er denn die Tür immer feste zu? So, ich bringe jetzt den Rucksack, den ich gefunden habe, anscheinend in dieses Lager hier. So, jeder kann einfache Anlagen wie eine Krankenstation bauen. Für fortgeschrittene benötigst du Überlebende mit Spezialfähigkeiten. Suche nach neuen Überlebenden und nimm sie in die Gemeinschaft auf. So, das heißt, den Rucksack habe ich sehr wahrscheinlich hier schon abgelegt, würde ich sagen. Ne? Man kann mehr Lagerplätze machen. Man kann diese Paketdinge auch entnehmen. Ich hoffe, das können die auch selber machen. Habe ich hier noch einen drin? Normaler Rucksack mit 6 Slots. Ne, Moment.
Where should I put this? Zack, habe ich schon mal ein bisschen mehr Platz. Ja, das ist schon mal gut. Ich habe hier noch ein paar Waffen einfach mit reingetan, weil ich nicht weiß, wo das am meisten Sinn macht. Also, wo ich das hin tun soll. Deswegen packe ich erstmal irgendwie alles in mein Lager rein. Eine Bandage habe ich hier nicht mehr drin. Jetzt habe ich die einfach mitgenommen. So, aber gut. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen anderen Rucksack. Ich wollte jetzt diese Mod installieren mit diesen Paletten, die ich gefunden hatte. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Krankenstation bauen. Braucht 3 Stein, 1 Person und 6 Minuten Zeit. Also 3, ich weiß nicht, was das ist, Steinressourcen. Soll ich, glaube ich, auch bauen. Aber baue ich die dann wirklich hier hin? Also kann ich das selber bestimmen, wohin? Habe ich hier zum Beispiel auch Platz? Kann ich jemanden übernachten lassen? Mods verwalten? Okay, das ist egal. Hier muss ich mich nämlich erstmal mit auseinandersetzen mit dem Kram. Hier sind auch nochmal Betten. Ich muss nicht unbedingt... Was ist denn das Kommandozentrum? Basisverwaltung. Hier kannst du Änderungen an der Basis vornehmen. Ach du Scheiße. Achso, ich kann auch theoretisch von hier bauen, ohne dahin zu eiern. Verstehe. Hinterhofrecht, das ist alles draußen. Mein Lager ist eingebaut, meine Küche ist eingebaut. Hier habe ich die Kommandozentrale, Hauptschlafzimmer, Kojen, okay. Parkflächen. Okay, Werte mit den richtigen Parkflächen. Das heißt, wir packen die Krankenstation hier hin. Die ist also jetzt vor der Tür. Das dauert 6 Minuten, okay. Was mit ihm? Das bin ich, ne? Ich bin müde. Ist okay. So verwendest du dein Funkgerät. Jeder Überlebende hat ein Funkgerät dabei, mit dem er Hilfe anfordern kann. Wenn du Ressourcen oder Rekruten benötigst, kannst du mit Hilfe des Funkgeräts übernehmen. Manche Überlebende bieten Funkbefehle an, die heilen, vorbereiten. Okay. Mein Carrier optional. Durchsuche nahegelegene Stellen nach Vorräten, bis die Krankenstation fertig gebaut ist. Hole Vorräte aus dem zurückgelassenen Fahrzeug. Wenn der Benzin ist, kannst du es auftanken. Kann ich auch selber schlafen gehen? Mein Charakter ist ja müde. So. Mein Char soll ja eigentlich pennen. Oh. Sniper. Jetzt muss man nur noch wissen, wie man zoomt. Das ist schon hier, oder? Moment, ich habe die also nach hinten gebaut, weil ich dachte, das hier ist vorne. Stimmt. Guck mal. Aber das ist der Haupteingang. Das ist schon richtig. Also hier wollte ich die Krankenstation wirklich hinhaben. Die wird hier anscheinend gerade gebaut. Guck mal, wenn so wie wir gerade ins Haus gegangen sind, ist das doch hinten, ja? Und das vorne ist aber andersrum. Das hier ist halt hinten. Sieht auch ein bisschen so aus. Das ist unser Garten. So. Was hat der denn jetzt im Inventory? Nichts. Also die komplett sind die unterschiedlich, die Chars. In der Tankstelle da unten sind wir angekommen. Das sieht doch schon schön aus. So. Oh, das wollte ich gar nicht. So. Hole Vorräte aus den zurückgelassenen Fahrzeugen. Kann ich dann auch sowas wie... Also ich kann rennen, klar, aber man verbraucht so schnell Ausdauer wie ein Darwin. Bumm. Steuerung links. Okay. Kann ich auch im Anlauf schlagen? Oh, schade. Bumm. Ja, ja, mitgegeben. Dann gehen wir mal zu dem markierten Ding. Das müsste das Auto da sein. Langsam wird es auch wieder hell. Das passt ganz gut. Ich denke, das ist nämlich dann angenehmer für so einen State of Decay Part. Wie sie mir ausgewichen ist, die Oma... Ups, das will ich nicht sehen. Entschuldigung. Komm, lass mich wenigstens noch zu dem Auto rennen. So, Ausdauer ein bisschen ready halten. Ich hatte alle mal Bock zu schießen. Tut mir leid. Jetzt hätte ich Benzin mit hinnehmen sollen. War das der Trick? Ja,
Oh, aber. Okay, auf jeden Fall einen Konservenrucksack nehmen wir mit. Gut, ich kann nur einen mitnehmen, leider wieder. Ich hätte einfach Benzin mitnehmen sollen. Und ich hatte einen, glaube ich. Okay, aber dafür holen wir dann hier nachher unser erstes Auto. Ich weiß auf jeden Fall, wo es steht. Ist ja wirklich nicht weit, wurde ja auch angezeigt. Finde einen Benzinkanister und ein zurückgelassenes Fahrzeug zu betanken. Durchsuchen. Oh. Okay, aber die Krankenstation müsste fertig sein. Sorry. Okay, bis du da bist. Stell dich nicht so an. Warum ist das Haus hier schon offen? Ja, schon schick, schon schick. Könnte zu viert sehr viel Spaß machen. Wirkt aber trotzdem irgendwie eher rustikal. Das ganze Game an sich, finde ich. Aber ich glaube, zu viert im Koop wird das ganz lustig werden. Und deswegen hoffe ich, dass ihr daran auch Spaß habt. So, wir sind zurück. Das ist, glaube ich, der Progress Bar. Okay, deswegen werde ich, denke, bin ich doof. Ich baue sie natürlich wieder auf. Escape. Ich habe Leertaste einfach. Leertaste ist einfach abbrechen. Ich hoffe, das hat mich jetzt nicht doppelt gekostet, weil es noch nicht fertig war. Und wenn, ist jetzt nicht so schlimm, ja. Passiert. Ach ja, den Rucksack gebe ich natürlich noch ab. Ja, klar. So, das. Oh, guck mal. Hier Lebensmittelvorräte sind noch nicht mehr gering dadurch. Bau einen Außenposten. Ja, okay, nice. Gut. Außer halt der Überlebende, der gerade am Sterben liegt. Leute, wenn euch der Part gefallen, würde ich mich sehr über den Support freuen. Die Playlist werdet ihr dann unten direkt als zweites in der Videobeschreibung finden. Und dann schaut morgen auch bei Kunran oder Alex vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut, bis dahin und ciao.